Aber es gäbe auch noch einen Server bei der Gamergemeinde. Das sehe ich gerade, weil hier im Chat ja dieses automatische Dingsbums kam mit Gamergemeinde. Da gibt es auch noch so einen kleinen Minecraft-Server. Also was heißt hier klein? Es ist eigentlich ein großer. Aber halt mit nicht so vielen aktiven Spielern leider. Da war ich letztens auch mal mit ein paar Freunden von der Gamergemeinde. Eine ganz coole Community, so nebenbei erwähnt. Und da gibt es auch andere Spiele-Server, wie zum Beispiel Ark. Ne, hier dieses Dinosaurier-Dingens. Was gibt's noch? Seven Days to Die. Und halt noch andere Sachen. Falls du da mal Bock drauf hättest. Oder ansonsten auch nur im Forum rumlungern. Da sind echt wirklich sehr coole Leute. Kann ich nur empfehlen. Also ich bin da nicht Admin oder sowas. Ich bin da nur halt ein aktiver Member. Und bin auch aktuell auf dem Teamspeak dort. Aber natürlich in einem abgeschotteten Raum. Nicht, dass hier jeder einfach reinplatzen kann. Außer die Leute, die ich will. Natürlich. So. So, ich gehe mal gucken, wie weit... Mein Helm ist kaputt. Was? Habe ich gar nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich durch den Lava-Vorfall vorhin. Oh. Mein Helm. Mein schöner Helm. So, wir müssen eh auch mal wieder Richtung Diamanten suchen gehen, weil das hier ist ja eh alles aus Eisen. Und es wäre eigentlich ganz schön, wenn wir mal auf Dingens wechseln würden, auf Diamantrüstung. Das wäre ganz schick. Ich meine, seit über zwei Jahren sogar, laufe ich in dieser Eisenrüstung rum und habe mir nie eine Diamantrüstung gemacht. Das ist doch irgendwie traurig. Okay, werde ich mal vorbeischauen, wenn ich Zeit habe. Finde ich gut. Die Gamergemeinde ist wirklich eine tolle Community. Das kann man schon so sagen. Ich mag das dort. Also seit ich dort durch Rust angekommen bin, bin ich sehr, sehr begeistert davon und habe sehr viele neue Freunde dort kennengelernt. Macht auf jeden Fall Spaß, die Community. So, erstmal pennen. So. Hä? Warum liegt hier ein Knochen? Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. So. Tipptopp. So, es könnte auch sein, dass früher oder später auch Leute von der Gamergemeinde hier auftauchen, also im Teamspeak, die dann hier mitquatschen. Das war das letzte Mal schon so. Sieht man auch in den aktuellen Folgen auf YouTube. Weil ich muss aktuell halt ein bisschen produzieren, weil ich glaube, für heute ist noch eine Folge, die kommt und dann ist nichts mehr bereit. Bedeutet, für übermorgen ist keine Folge da. Gut, jetzt inzwischen schon, weil ich ja schon einen Moment hier am Streamen und Aufnehmen bin. Aber so halt nicht. Ich habe noch nie eine komplette Dia-Rüstung gehabt. Oh, noch nie. Das ist, da oben ist ein Pfeil. Warum ist da ein Pfeil? Den hole ich mir. So. Stört nicht? Was stört nicht? Dass man keine Dia-Rüstung hat? Ja. In der Theorie stört das nicht, aber es wäre schon cool. Meine Schere ist noch ein bisschen funktionstüchtig. Ich könnte noch kurz ein bisschen Schafe züchten. So.
Ah, ich finde das echt cool mit den Schafen hier oben auf dem kleinen Bergchen. Erinnert mich so ein bisschen an meine alte Heimat. Da ist Schafe halten ein Hobby von vielen. So, erstmal futtern. Hallo Schafis. Mäh. So, liebet und vermehret euch. Ja, auf einmal. Hilfe. 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 So. Schnipp, schnapp. Die Schere wird gleich kaputt sein. Ich nutze die noch, solange sie hält. Und dann müssen wir dann wahrscheinlich wieder eine neue machen. Nicht nur wahrscheinlich, sondern ziemlich sicher. Oh, es reicht sogar für alle, oder was? Da ist noch eins. Und da hinten ist noch eins. So, zack. Super. Schere hält noch. Hauptsache Dia, Picke und Schwert. Ja, das ist wohl richtig. Da wolltest du gleich raus, wa? Nicht mit mir. So, wow, wir haben kein Weizen mehr. Wir müssen uns echt mal um ein richtiges Weizenfeld kümmern. Das wäre. Oder wir klauen bei Biene. Hat's ja nicht gehört. So, eine Dia-Picke habe ich tatsächlich irgendwo, aber Schwert habe ich, glaube ich, auch immer noch Eisen. Oder auch irgendwo ein Dia, aber noch, ich glaube, ich habe tatsächlich in der Kiste noch irgendwo. Ich müsste mir mal ein Amboss craften. Damit ich die Dia-Sachen auch mehr benutzen kann. Hier ist die Diamantspitzhacke. Mit effizient. Und da hatten wir auch eine Schaufel. Wozu auch immer. Nee, Schwert habe ich keins. Aber das könnte man ja ändern. Aber eilt ja jetzt nicht. Ich bin ja aktuell ein bisschen vorsichtig mit 10 Dias hätten wir auch noch. Also, wir hätten eigentlich alles, was man so braucht. Rohes Hammelfleisch, das könnten wir auch mal in den Ofen schmeißen. So, hier haben wir noch den Stein. Obwohl wir den jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr brauchen. So. Ich packe jetzt die Wolle nehme ich mit. Obwohl Stein, ich glaube, den packe ich lieber drüben rein. Das Eisen lasse ich mal hier. Das lasse ich hier. Was? Diorit. Das ist Android quasi. hier haben wir Stein, Stein, Stein. Ja. So. Ich glaube, ich packe den Rest an Stein und so mal da drüben hin, weil wenn wir es brauchen, dann eh beim Haus. So, lalalalalala. Oh, ich bin froh, wenn ich ab und zu mal wieder Life in the Woods spiele und dann wieder ins normale Minecraft komme, dann bin ich richtig froh, über Sand zu laufen. Hier muss ich nämlich keine Angst haben, dass irgendwo plötzlich Treibsand ist. Das ist sehr angenehm. So. Das packen wir an. Das sieht brauchen wir nicht. Das packen wir rein. Das packen wir rein. Hier haben wir auch noch Stein. Super. Andesit und Granit, wer braucht das schon? Wer? So, ich gucke mal. Hundi, du, bist du. Nee, der ist. Nee. Ich weiß nicht, wem der Hund gehört. Ich weiß es einfach nicht. Mir auf jeden Fall nicht. Mir auf jeden Fall nicht. So. Oh, Alter, hier haben wir ja auch noch ganz viel Fichtenholz. Fällt mir erst jetzt auf. Wer braucht schon das hier?
Tschüss. Bin noch nie in Treibsand gefallen. Ja, doch, in Life in the Woods ich schon. Wenn man da nicht immer vorsichtig ist, dann passiert das ziemlich schnell mal. Zumindest mir. So, was wollte ich denn jetzt tun? Ich könnte mir mal wieder ein Helmchen machen, ne? Lord Helmchen. So, damit wir die Rüstung wieder haben. Ist jetzt zwar nicht verzaubert, aber hey, ist doch egal. Ich überlege gerade. Nee, ich mach den Amboss noch nicht. Ich mach den Amboss erst, wenn ich dann das Haus mehr oder weniger fertig habe. Weil ich möchte den Amboss dann auch irgendwo schön ins Haus einbauen, also dass das auch passt. Sonst wäre das irgendwie schade. Die Kartoffeln könnten wir auch mal noch... Jetzt haben wir da auch noch verrottetes Fleisch. So. Haben wir denn irgendwo noch Kohle oder ist das echt der Rest? Oh, wir haben ja noch Scheren. Boah, ich müsste echt mal ein bisschen Ordnung hier reinmachen. Das ist ein absolutes Chaos. Ein absolutes Chaos. Jetzt habe ich die weiße Wolle wieder hier rüber genommen. Das ist auch super. Chaos, Chaos, Chaos. So, Stücke behalte ich mal. Leider sind Dias schwer zu finden. Ja, das ist wohl wahr. Das ist leider, leider wahr. So, ich gehe mal hier runter. Ich gehe mal hier runter. Hier hätten wir Kohle. Das war auch wieder ein sehr lautes Musikstück, ist mir gerade aufgefallen. Ich hoffe, man konnte mich trotzdem gut hören. So. Wir brauchen Kohle. Wo habe ich die Fackeln? Hier. Hier kommt Eisen hervor. Das brauchen wir jetzt gerade nicht zwingend. Das lasse ich mal noch rumliegen. Mit Chaos kenne ich mich aus, besonders beim Bauen. Mal hier, mal dort. Ah, oh ja. Oh ja. Das ist Standard. So, hier haben wir auch noch Kohle. Sehr schön. Ja, Chaos ist bei mir Grundlage für alles. Deswegen stelle ich mich auch oft sehr doof an. Da haben wir extra Fackeln hingemacht. Damit wir wissen, da geht's hoch. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Hier ist noch nicht wirklich alles ausgeleuchtet. Ich mache das mal so. Hallo? Ist da jemand? Ja. Aua! Hallo, man kann ja auch mal fragen. Aua. Ich bin Legolas. Glaube ich. So. Können wir nicht drüber reden? Ich will nur reden. Headshot. Ich hasse Creeper. Ist da noch einer? Nee. Hier ist Ende Gelände. Dann können wir ja die Kohle abbauen. Wir haben nämlich kaum mehr welche. Ich vergesse immer, dass ich das meiste ja in meiner alten Heimat gelassen habe. Und deswegen so Geschichten hier wieder wertvoll sind.
Sniper-Duell. Ja, richtig. War ein richtig krasses Sniper-Duell. Wo ich normalerweise verliere. Naja, in Minecraft ist die Gefahr noch ein bisschen kleiner, dass ich sie verliere. Aber es kann vorkommen. Wenn der Sniper mich dann rückwärts irgendwo in eine Lava-Dingens schmeißt, dann ist dann auch vorbei. Oh, ich bin in die falsche Richtung. Mach doch Holzkohle. Holzkohle? Wie mache ich denn Holzkohle? Einfach Holz reinschmeißen, meinst du das? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten, die ich gar nicht weiß? Wie gesagt, Kacknob und so. So. Außerdem, ich mag halt die normale Kohle. Die klassische. So. So. Nehmen wir mal wieder das Schwertchen raus. Raus. Ich dachte, da steht jemand dabei. Es ist nur die Kohle, die da so rausgeguckt hat. Einfach Holz oben und unten dann hast du Holzkohle. Ach so. Das muss ich echt mal ausprobieren. Das muss ich echt mal ausprobieren. So, wie man sieht, waren wir hier auch schon. Weiß ehrlich gesagt gar nicht, was ich hier unten jetzt will. Kohle wollte ich, ne? Kohle wollte ich. Aber wir gehen jetzt mal wieder hoch. Ich muss mir den Tipp, den muss ich mir jetzt mal gleich ausprobieren hier. Holzkohle. Ach so, das war hier. Geht das dann mit normaler, also muss es Holzbretter oder Holzstämme sein? Spielt das eine Rolle? Oh, es ist schon wieder Nacht. So. So. Ich gucke mal, habe ich, da waren Holzdingens hier. Fichtenholz. Ah, das Fleisch ist fertig. So, jetzt probieren wir das mal hier. Ich mach das mal halbe, halbe. Holz oben, Holz unten. Ah, da passiert was. Ich glaube, ist egal. Okay. Wir finden es heraus. Holzkohle. Tatsächlich. Weil wir ja gerade am Probieren sind, machen wir doch gleich auch noch sowas hier. Einfach nur zum Gucken, ob es tatsächlich mit beidem geht. Nein, ist nicht egal. Okay, haben wir was gelernt. Haben wir was gelernt. Hiermit wird es gehen. Aber lasse ich jetzt. Okay. Hier haben wir das Eisen am Brodeln. Hier ist das Fleisch fertig. Hier machen wir Holzkohle. Wie viel kommt denn hierbei rum? Das werden wir dann sehen. Okay. Sonst haben wir nichts mehr hier drin, ne? Nein. Gut. Das mit der Holzkohle war ein guter Tipp. Klar, Kohle kriegt man hier ja in Hülle und... Alter! Ernsthaft? Du scheiß Creeper. Alter, wie der sich gut getarnt hat. Ich hab den echt erst nicht gesehen. Ich dachte erst so, hä, warum bewegt sich da ein Erdeblock? Bis ich dann geschnallt habe, dass es ein Creeper war. Alter, Vater. Das war gemein. Das Problem ist halt, in Life in the Woods spiele ich aktuell meistens auf Peaceful. Und da komme ich hier rein und denke nicht mehr dran, dass hier ja alles kommt und so. Und dann, kann schon mal sowas passieren.
Vielleicht sollte ich im Haus auch mal ein bisschen ausleuchten. Nicht, dass mir plötzlich ein Creeper da erscheint.